Ja, die 12 Kristalle einsetzen. Das Licht kreist nun wieder gleichmäßig in den Kristall. Er beginnt intensiver zu leuchten. Um euch scheint die schwimmende Stadt lebendiger zu werden. Ihr bemerkt, dass der Kristall die schwimmende Stadt wie aus großer Höhe widerspiegelt. An zwei Stellen seht ihr merkwürdige farbige Flecken im Bild der Stadt. Überall huschen Symbole über das Bild, die scheinen den Buchstaben M, V, O und X zu ähneln. Das rote Licht auf den Denker berühren, den schwarzen Punkt auf den Denker berühren, die huschenden Symbole untersuchen. Huschenden Symbole. Ihr bemerkt, dass scheinbar alle Lichtströme in dem Denkerkristall aus diesen Symbolen bestehen. Und was ist, wenn wir M berühren? M. Dies steht für die Liebenden. Das Und. Die Verbundenheit. Das gemeinsame Glück. V. Dies steht für die Gefährten. Das Oder. Die Vielseitigkeit. Alleine, aber auch gemeinsam Stärke zu zeigen. O. Dies steht für die Vergessenen. Das Nein. Das Nie. Und das Niemals. X. Dies steht für die Streitenden. Das Entweder. Den Wettkampf. Den alleinigen Sieger. Verunreinigung im Raum des Feuers. Raum des Feuers nicht benutzbar. Gefahr. Keine Wärme in der Stadt. Gefahr. Verunreinigung. Weltenwandler durch Magie angelockt. Fünf unsichtbare Weltenwandler in der Stadt. Verunreinigung beeinträchtigt Wächter. Gefahr. Weitblickgläser zur Entdeckung eingestellt. Ich habe das Gefühl, wir sind diese wandelnden Welten, die Weltenwandler da. Ah ne, das sind die. Okay. Das sieht ja interessant aus. Irgendwo in die Richtung. Alles klar. Haben wir ein paar Sachen gekriegt, hä? Untersuchung. Raum des Feuers? Untersucht den Raum des Feuers in der schwimmenden Stadt. Aber wo ist denn der Raum des Feuers? Ich würde mal sagen, das ist der Raum des Feuers. Dann gehen wir da erstmal hin, hä? Gucken wir uns das mal an. Ich setze mich derweil anders hin. Ich dachte schon, wir wären eine Gefahr. Aber dass dieses Zeichen da, V, O, M, X, bestimmte Bedeutungen haben, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich... Oh, warte mal, da ist ein fließender Weltengänger. Oh, Stufe 18. Ja, ist ein bisschen was. Ich bin Stufe 19. Aber der ist ja gleich erledigt. So, einen haben wir schon mal. Gehen wir mal in den Raum des Feuers und gucken uns da um. Feuerwicht. Feuergolem. Ich gehe mal als erstes auf den Feuergolem. Da ist direkt noch ein Weltenbummler-Dingens da. Bei. Oh, Basalthüter. Sind ein paar mehr, als mir lieb sind. Oh Mann. Basaltdinger machen ja nichts. Das ist gut. Also gerade aktuell nicht. Bis ich mich bewegt habe.
weiß nicht, was. Ich glaube, einfacher sind die hier, ne? Erstmal wegzukriegen. Für jeden davon gibt es dann nochmal. Doch erstmal den hier weg, weil da bleibt dann wenigstens nur einer übrig. Aber wir kriegen das noch hin. Die anderen machen nicht sonderlich viel Schaden. Wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, vor allem den einen zu erwischen, der, wo nichts weiter dazu kommt, der ist ja auch gleich hinüber. Wir müssen uns um die hier kümmern. Und der wird ja zum Glück nicht angegriffen. So, das haben wir. Aber bestimmt haben die Gefahr noch nicht erledigt. Nur noch der da oder sind jetzt andere? Nee, scheint nur noch der da zu sein. Ach, Finn ist da oben, okay. Gut, wäre es ja eigentlich auch Finn, der da ebenfalls da oben wäre. So, ist das jetzt erledigt oder kommen noch mal welche? Nee, Quest abgeschlossen, rebellisches Feuer. Alles klar. So, zwei Weltengänger haben wir ja schon mal. Da, Weltenwandler. Fließender und leuchtender haben wir. Das ist der Rachsüchtige. Man merkt halt, dass die ein bisschen mehr Wumms haben, ne? Das merkt man. Ach, da ist noch ein glühender Wiedergänger. Ich dachte,
Weltengänger. Ich dachte gerade so, hä? Warum macht mir dein Spuk so viel Schaden? Jetzt finden uns noch, glaube ich, ein Einzelner. Einziger, ne? Guck mal gerade, wären da. Ja, noch ein Einziger. Jetzt ein bisschen anstrengend, jetzt wieder gegen den Spuk, gegen Spuk und so zu kämpfen. Mich doch mal in Ruhe. Da ist noch einer. Ich habe den nicht gesehen und denke mir, warum sind denn da so Geräusche, als würde mich jemand angreifen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der bestimmt hier irgendwo herumläuft, ne? Spuk, Spuk, Spuk. Mittlerweile habe ich übrigens auch einen Stab ausgerüstet, der göttliche Heilung macht. Also dann nochmal die bessere. Da ist er. Der letzte. Der uns noch fehlt. Auf den Weg. Ich warte dort. Das ist dann der letzte von denen. Ach, und was ich auch gemacht habe, ich habe Kane eine andere Rüstung gegeben. Das würde ich am Anfang schon direkt sagen von dieser Aufnahme. Das habe ich, glaube ich, total vergessen. Der hat jetzt diese Rüstung von Aeda an. So, und Level Up sind wir auch gekommen. Gut, jetzt ist die Frage, Dolche oder Fechtlingen? Dolche oder Fechtlingen? Was nehmen wir zuerst? Oder Kampfstäbe? Ich nehme mal Fechtlingen. Gucken wir mal, wie das so wird. Vielleicht? So, nur die huschenden Symbole kann ich untersuchen. Okay. Gut, dann machen wir das mal als nächstes. Der Lenker, mit dessen Hilfe die schwimmende Stadt gesteuert wird. Ihr wisst nicht, wie ihr das Gerät bedienen sollt. Euch sind keine Zielkoordinaten bekannt. Das ist gut. Eure Freunde sehr lange gesucht haben, aber schnelleren Weg es gibt. Kannst du die Stadt direkt zur Zitadelle lenken? Nein, Urgi kann Schiff nicht lenken. Das verboten ist. Aber Urgi kann euch helfen, schneller Zitadelle zu finden. Sie unter dem Namen Danduil bekannt. Große Stadt der Meister sie ist. Wir im Raum des Wissens ihren Stand auf der Welt erfahren können. Dann Dainai uns dorthin bringen kann. Aha. Sollen wir also dahin gehen? Was ist das auf einmal? Etwas, was nicht richtig geladen hat.
das der Raum des Wissens ist. Alle Orte der Welt hier verzeichnen. Zu wissen. Wächter des Wissens. Die standen da wieder so, als wäre, ja, ist alles erledigt, ne? Und dann ist da einfach noch jemand am Leben und greift uns an. Diese Steintafeln sind mit Ketten von Symbolen in der männlichen Formensprache bedeckt. Die Symbole scheinen nicht nur einfache Zahlenketten zu sein, sondern ergeben vielfältige und komplexe Muster, welche sich zu einem Gesamtbild verbinden, dessen Myriaden winziger Bestandteile euch zunächst schwindelig lassen. Mit einigen Hinweisen von Urgi könnt ihr entschlüsseln, dass die Gesamtbilder jeder Tafel in den Raum die Welt beschreiben. Jeder der Orte wird durch die Stellung verschiedener Muster zueinander beschrieben. Die überschneidenden Symbole dieser Muster ergeben die Symbolkette, welche in der Lenke eingeben werden muss. Es erfordert etwas Übung, bis ihr den richtigen Betrachtungsabstand gefunden habt und euren Geist und Blick zwischen dem Gesamtbild des den Mustern und den Symbolen hin und her wechseln lassen könnt. Glücklicherweise umfasst die Karte die gesamte Welt, sodass euch auch möglich ist, die Symbolketten für Orte abzulesen, welche zur Zeit der Former noch mitten in festen Landmassen lagen. Nach einer kurzen Einstimmungszeit ist es für euch keine Schwierigkeit, die Position der Zitadelle zu ermitteln. Ihr wisst nun, was ihr in den Lenker eingeben müsst, damit die schwimmende Stadt sich zur Zitadelle bewegt. Ja, so schnell kann man sich Wissen aneignen. Trotzdem habe ich den Raum noch nicht offen. Ich weiß noch nicht, was ich mit diesen Sachen machen soll. Zitadelle. Das Ziel wurde gesetzt, aber die schwimmende Stadt bewegt sich nicht. Oje, oje. Was soll ich jetzt tun, Skirk? Ist dieses Ding nun dafür da, die Stadt zu lenken? Ja, ja, ihr alles richtig gemacht. Aber Urgi sieht Lenkerkristall verbraucht. Eure Freunde viel Unsinn getrieben haben. Was heißt das? Alles umsonst? Nein, aber ihr den Kristall neue Kraft geben müsst. Im Raum der Werker. Nicht weit im Südwesten. Dort ihr den Kristall an einem Kreo aufladen, bis leuchtend weiß er glänzt. Leuchtend weiß. Das nicht vergessen. Hier, Kristall, ihr nehmt und geht. Leuchtend weiß. Was ist denn jetzt hin? Irgendwo? Hier vielleicht. Leuchtend weiß muss er sein. Leuchtend weiß, leuchtend weiß, leuchtend weiß. Der Spuk wird uns eh ärgern. Ja, auch alles weiter hinzu. Aber das ist ja auch nicht offen. Ich bin verwirrt. Warum schickt es mich denn? Ach, hier muss ich hin. Ach so, sag das doch jemand. So schlau bin ich nun auch nicht, dass ich den Punkt genau deuten kann, wo er sich befindet. Oh Mann, die Spuckdinger nerven. Die nerven gewaltig. Die halten zwar nicht viel aus, aber halten einen trotzdem auf. Glück wurden die nicht noch zusätzlich getriggert. So, Raum des Werkens ist hier. Meister hier Waffen gefertigt haben. Die Alchemie der Former kennt die Substanzen der Erinnerung. Das Siegel, das wir bei Hark gefunden haben, lasst es uns hier untersuchen. Hm.
ist auf einmal dunkel geworden. Ich dachte mir, hä, was ist denn jetzt los? Hat so ein bisschen Unterweltstimmung gerade. Aber dabei ist es einfach nur Nacht geworden. Oh, Himmel. Gar nicht so richtig aufgefallen. Das kann ich noch mitnehmen. Nachtglanz, Winderz, Winderz, Iridiumerz. Bis es leuchtend weiß ist. Was ist das hier? Diese Struktur scheint mit den einzelnen Greos in diesem Raum in Verbindung zu stehen. Feine Linien aus Kristall laufen von der Skulptur zu jedem Greo durch die Magie in diese Werkbänke geströmt. Überall da, wo eine Linie von einem Greo in die Struktur übergeht, ist ein Sockel an der Struktur zu erkennen. Dort kann scheinbar etwas eingesetzt werden, wahrscheinlich um die Kraft, welche das Greo von der Struktur erhält, zu verstärken. Greo-Verstärker einsetzen? Welches Greo soll versteckt werden? Ich habe keine Ahnung. In dieser Werkbank kann der Energiekristall wieder aufgeladen werden. Hier sind drei Hebel angebracht, die den Energiefluss steuern. Um den Kristall aufzuladen, muss weißes Licht erzeugt werden. Das Licht muss hell leuchtend. Das Licht erscheint türkis mit Tendenz zu blau. Das Licht ist sehr dunkel. Okay. Na, Farmlehre, ne? Purpur mit Tendenz, das ist zu dunkel. Das Licht ist hell. Oh. Urgi Kristall einsetzen wird. Ihr nun den Weg des Dainai an dem Lenkerstein einstellen müsst. Ich habe zwei Hebel betätigt und war fertig. Was ist das hier? Dies ist ein Greo-Ausrüstung verwenden. Nahkampfwaffen können hier hergestellt werden. Aha, ich kann mir dann eigene Waffen herstellen, oder was? Bogen? Also Fernkampfwaffen? Hier kann ich Ringe und Amulette herstellen. Weißmagiestab, Metallmagie, Schwarz, Elementar. Und hier alchemitisch, Windschriftstück behandeln, das Siegel von Ghul behandeln, Brief von Gallius behandeln. Erstmal untersuchen. Die meisten der wundersamen Alchemiegefäße sind zerstört oder mit Schichten eingetrockneter Substanz bedeckt. Die meisten der noch vorhandenen Substanzen geben euch ein Rätsel auf. Ihr meint jedoch, zwei Kredenzien zu erkennen, um die sich allerlei Geschichten ranken. Das Zeitsalz, ein glitzerndes, körniges Pulver, von dem man sagt, dass es das Alter aus unbelebten Gegenständen sich aufsaugt, wenn man diese damit bestreut. Um eine vielfarbige, schimmernde Flüssigkeit, die immer in Bewegung zu sein scheint und ein leichtes Flüstern vernehmen lässt. Das könnte das berühmte psychometrische Öl sein, welches die Erinnerungen eines Gegenstands oder seines letzten Besitzers sichtbar und hörbar macht, wenn man den Gegenstand damit bestreicht. So, wir machen erstmal den Brief von Gallius. Streichen den mit Öl. Von eurem Auge formen sich Bilder einer roten Wüste. Menschen fliehen vor angreifenden Dämonen. Ihr erkennt einen Priester, der sich zu euch umwendet, während sich ihm ein Clown-Dämon nähert. Ihr wollt ihn warnen, aber er hört nicht. Seine Lippen formen zwei Worte. Heiliger Boden. Die Vision verschwimmt, aber ihr spürt noch deutlich die Gegenwart des Priesters. Er scheint hier zu sein, auf der schwimmenden Stadt. Das kann ja eigentlich nur Dings sein, oder? Agathos. Im Grunde genommen. Weiß gar nicht, was ich mache mit dem. Das da vielleicht? Warum taucht da plötzlich eine Person auf? Als ihr die Substanz vor sich über das Pergament verteilt, nimmt das Bild eine seltsame Elfengestalt an und es klingt eine klare Stimme. Meine Kinder, da der Tag gekommen ist, an dem man euch diese Sprache gelehrt hat, ist auch die Zeit gekommen, zu der ihr mehr über das erfahren sollt, was vor euch liegt. Als ich in den Tiefen des Abgrunds gefangen war, brach ein Norkane meinen Geist, um euch zu zeugen. Vielleicht wollte er ein neues Volk schaffen, aber ich wurde gerettet, bevor ihr zur Welt kamt. So gebar ich euch unter dem Gletscher an der Seite Arends. Aber ich konnte euch nicht wärmen. Der große Eisdrache gab sein Blut, um euch zu stärken. Aber ihr konntet seiner Kälte nicht standhalten.
Also gab ich euch in die Obhut der Priesterinnen. Doch nun beginnt eine Zeit, in der mein und eures Vaters Erbe euch einholen wird, denn ihr tragt große Kraft in euch. Mein Sohn, du sollst dich deinem Vater stellen. Deine Aufgabe ist es, ihn zu strafen für das, was er mir angetan hat, und damit auch die Kraft zu entdecken, die in dir wohnt. Meine Tochter, du bist zur Druidin geboren. Und es wird der Tag kommen, an dem selbst Elend deinen Namen kennen wird. Du musst deine wilde Kraft bändigen. Bezwinge die vier Winde, welche dein Gesicht tragen. Finde den Nordwind hoch im vereisten Fels, den Südwind in den öden Xus, den Westwind in den grünen Tälern von Alluvian und den Ostwind im fernen Godeland. Mit den Winden bezwingst du deine Zweifel. Finde die Ausgeglichenheit einer Druidin und dein Leben wird von Neuem beginnen. Also den Westwind können wir uns auf jeden Fall schon mal holen. Weil das ist jetzt auch offen. Warum? Bin so ein bisschen überfragt. So, und jetzt das Siegel von Dings. Die Substanz kleidet über die Fläche des Siegels. Das Öl glüht auf und ihr meint, Licht und Geräusche zu vernehmen. Als bildet sich auf dem Siegel ein Fenster in die Vergangenheit. In diesem Moment reißt Whisper euch das Siegel aus der Hand. Ja, danke. Ich kann etwas sehen. Die Erinnerungen des Siegels. Ein Norcane hat es besessen. Da ist ein feuriger Abgrund. Und eine Frau aus Eis. Und dann eine Festung. Groß und schwarz wie die Weltenleere. Drachlur. Er ist in Drachlur. Okay. Also Whisper stellt sich seinem Vater und Dings muss die Winde bezwingen. Jo, passt. Sucht im Raum des Wissens nach dem Weg nach Siebenburg. Ah, okay. Unveränderte Gedanken. Ach, das ist wahrscheinlich die Totenhalle. Aha. So, was ist näher? Ich weiß es nicht. Und wir sind wieder Level abgekommen. Klar, da kann ich also Waffen herstellen oder generell Ausrüstungsgegenstände. Nahkampf, Fernkampf, Stäbe und ebenso Amulette und sowas. Alles bis auf Rüstungen, ne? So, damit, also ich brauche das nicht vorlesen, damit habe ich jetzt einfach nur die Koordinaten gelernt, damit ich nach Siebenburg gehen kann. Hier scheint ja jetzt auch irgendwas zu sein, noch zusätzlich. Oder ist das damit, wahrscheinlich ist das damit gemeint. Ja, das wird damit gemeint sein. So, dann kann ich da die Dolche machen. Als nächstes. Und hier in den Hallen kann ich dann ja Dings wiederbeleben. Gallius. Ihr habt mich gerufen. Über die Zeit und den Tod hinweg bin ich gekommen, um endlich den Namen auszusprechen, den ihr sucht. Aber bitte, helft mir, sie zu retten. Sie zu heilen, wenigstens nur eine Handvoll von ihnen am Leben zu halten. Verdammt, ich habe eine Sache übersprungen. Mist. Gut, Gallius. Ich helfe euch. Sie versuchen, vor den Dämonen zu fliehen. Heilt sie! Haltet sie am Leben! Versucht nicht, die Dämonen zu vernichten. Es kommen immer wieder neue. Bringt nur wenigstens einige der Leute durch. Bitte! Okay. Ah, okay. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt irgendwas erwähnt hat, oder? Ja.
Da waren noch ein paar mehr. Fünf Stück. Beeilt euch, Leute. Da waren fünf Stück. Ich weiß halt nicht, wo die anderen jetzt sind, ne? Also, da kommen noch mal welche, okay. Ich werde mal meiner Wenigkeit doch einen Bogen ausrüsten. Damit die einfach noch zusätzlich mit angreifen kann. Es kommen ja immer wieder welche. Aber trotzdem, solange die auf uns aufmerksam sind. Lauft! Aber sieht das jetzt ganz gut aus, ne? Obwohl, jetzt müssen ja die wieder hier erledigt werden. Es ist vollbracht. Ach, Gott sei Dank. Ich bin erlöst! Oh, die Götter selbst können nicht erfassen, wie frei ich mich fühle. Danke. Der Traumdieb. Wer ist es? Wo ist er? Er ist... Obwohl? Er nennt sich Sharad Main. Bürgerlich heißt er eigentlich Barubas. Er stiehlt den Kindern die Träume? Der Zauber stammt von ihm. Er ist ein Totenbeschwörer, der es geschafft hat, sich vor Hirin zu verbergen. Er ist unsterblich. Nur durch ein Ritual kann er gebannt werden. Er hat die Seelen von vier Kindern versklavt und macht sich damit unbesiegbar. Wo ist er? Er versteckt sich nahe Siebenburg. Dort können ihn die Vögel der Weidenfrau schnell aufspüren. Das ist nicht alles. Ihr müsst die Kraft, die er aus den vier Kinderseelen bezieht, bannen. Sonst könnt ihr ihn nicht besiegen. Die Namen der Kinder sind Marcia, Illyria, Joshua und Mo. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Endlich kann ich ruhen. Ich habe es verdient. Das hat es also mit dem Typen auf sich. Traumjägergewand. Ist es ein Set? Es gibt Sets hier. Alles klar. Gut, ja. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen soll. Mal gucken. Also ich habe ja Koordinaten, ich habe ja Nebenquests soweit jetzt auch mal ein bisschen vorangetrieben, da wir das machen konnten. Ich würde jetzt mal gucken, ob ich das dann einstellen kann. Würde aber, denke ich, dann nach Siebenburg erstmal reisen. Ort in Fiara, Siebenburg. Das sah ja geil aus. Jetzt weiß ich auch, warum wir nach Siebenburg sollen. Wir haben jetzt eine Reisemöglichkeit gefunden für die Zwerge. Um die Windlichtspitze zurückerobern zu können.
Aber wir haben halt die ganzen Spukleute hier mal drauf, ne? Die müssen doch auch mal irgendwie weggemacht werden können, oder? Oder? Urgi, was sagst du dazu? Aber davon abgesehen, ich könnte mich ja auch teleportieren, ne? Das ist ein Lichtreisezauber. Er bringt euch zur jeweiligen Insel, in deren Nähe die schwimmende Stadt liegt. So, okay. Dann bereisen. Gehen wir mal drauf. Aber ich denke, ich kann bestimmt auch einfach mich über die Reisesteine hin teleportieren. Das konnte ich ja vorher auch. So, wir sind jetzt wieder in Siebenburg. Spielstand hat anscheinend auch sich automatisch gespeichert. Ich speichere aber trotzdem, weil ich werde nämlich die Aufnahmesession an dieser Stelle beenden. Ich habe das total vergessen, dass wir jetzt die schwimmende Stadt soweit haben und eben jetzt hier ein paar Sachen in Siebenburg erledigen können. Ne? Wir können nämlich mit ihm hier sprechen, mit Ainur. Wir können mit der Weidenfrau sprechen. Hier ist ja Barubas. Wir können hier zu ihm und das erzählen. Und wir könnten dann auch noch den Westwind bezwingen. Das wäre nämlich auch noch eine Möglichkeit. Ja. Und das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.